Mehr als 70 Jahre war er Thronfolger. Jetzt ist Charles III. Nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth öffentlich und feierlich als britischer König ausgerufen worden. Die Zeremonien folgen einem strengen Protokoll. Am Vormittag kam zuerst der Thronbesteigungsrat zusammen, in dem Spitzenpolitiker, Kirchenvertreter und andere Persönlichkeiten vertreten sind. In einer kurzen Ansprache dort würdigte Charles die verstorbene Queen und sagte, er sei sich des großen Erbes und der Verantwortung zutiefst bewusst. Es ist der Tag von Charles III., seine Proklamation. Zur Ernennung des Königs im St. James Palast kommen Mitglieder des Kronrats zusammen. Rund 200 Personen sind anwesend, darunter 6 ehemalige Premierminister. Mir ist zutiefst bewusst, welch großes Erbe ich antrete, welche Pflichten und Verantwortung jetzt an mich übergegangen sind. Bei der Übernahme dieser Verantwortung werde ich mich bemühen, dem inspirierenden Vorbild zu folgen, das mir vorgelebt wurde. Nach dem Eid unterschreibt König Charles III. Die offizielle Proklamationsurkunde. Zu den Unterzeichnern zählt auch Charles' ältester Sohn William, der neue Thronfolger. Um Punkt 12 Uhr wird Charles III. Dann offiziell auf dem Balkon des Palasts zum britischen König ausgerufen. 3 cheers for His Majesty the King! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Nach der ersten Verlesung seiner Proklamation wird Charles III. Auch in anderen Teilen Londons als neuer König verkündet. Vor der Royal Exchange, der ersten Börse in London, versammeln sich Gardesoldaten, Offizielle sowie tausende Schaulustige. Auch sie singen die neue Hymne des Königs. König Charles III. Hat heute einen vollen Terminkalender. Neben dem Erzbischof von Canterbury trifft er auch Premierministerin Liz Truss und Minister ihrer Regierung sowie die Opposition. Am Nachmittag ist auch der Buckingham-Palast wieder mit tausenden Trauernden gefüllt. Ihnen zollte Charles bereits eine große Geste. Er genehmigte einen neuen Feiertag. Am Tag der Beisetzung von Königin Elisabeth II. Sollen die Menschen in Großbritannien künftig frei bekommen. Und in London, vor allem rund um den Buckingham Palace, haben sich viele tausend Menschen versammelt, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen, aber natürlich auch, um den neuen König zu begrüßen. Sven Lohmann ist in London und mir jetzt zugeschaltet. Sven, wie nehmen Sie denn die Stimmung heute in der Stadt wahr? Ja, es sind noch mal deutlich mehr Menschen heute zum Buckingham Palace gekommen als beispielsweise gestern. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir natürlich jetzt Samstag und ein Wochenende haben. Es sind zum Beispiel relativ viele auch aus den anderen Ländern des Vereinigten Königreichs angereist, beispielsweise aus Wales oder auch aus Schottland. Und viele zieht es da vor allem zum Buckingham Palace, um dort vielleicht Blumen abzulegen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil vorne an den Buckingham Palace, an das Tor, kommt man gar nicht so leicht. Wir haben ja gestern schon die Bilder gesehen von dem Blumenmeer. Auch heute sieht man welche. Wenn man sich jetzt vielleicht wundert, warum der Berg gar nicht wächst, das liegt daran, dass die Blumen nach 12 Stunden von dem Palast entfernt werden. Aber die kommen nicht weg, sondern die kommen in einen bestimmten Raum im Palast und dort werden sie gesammelt zu Ehren der Queen. Aber sie bleiben da nicht liegen. Deswegen gibt es jetzt nicht diese ganz großen Berge, weil wir haben das ja eigentlich schon seit 3 Tagen gesehen, dass dort Blumen hingebracht worden sind. Das ist auf jeden Fall der Grund. Und wir haben ja die große Liebe, die der Queen zuteil wurde, schon angesprochen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie groß ist der Zuspruch für König Charles in der Bevölkerung? Ja, also Charles hatte ja gestern eine Begegnung mit den Leuten, die direkt vor dem Buckingham Palace waren. Und da standen natürlich die, die auch die Monarchie sehr mögen. Und Charles ist dort mit sehr viel, ich sag mal, wirklich Liebe auch empfangen worden. Sie haben Charles da begrüßt und auch Lang lebe der König gerufen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht das grundsätzliche Stimmungsbild in der Bevölkerung. Charles hat durchaus natürlich auch Anerkennung, aber nicht die ganz große Anerkennung, wie sie seine Mutter hatte. Das liegt natürlich auch daran,
dass man Charles kennt. Seit 70 Jahren, seit über 70 Jahren kennt man Charles und sein Leben. Und er wirkte nie als diese ganz große Persönlichkeit wie seine Mutter, stand dort immer im Schatten. Es wird interessant sein, wie sie ihn jetzt annehmen. Es war auch interessant, er hat ja gestern quasi seine erste Rede an die Nation gehalten und dies sehr, sehr positiv aufgenommen worden, auch hier in den englischen und britischen Zeitungen beispielsweise. Es gab so eine Art von Überraschung, dass er doch dann doch sehr warmherzig gesprochen hat und doch eine viel bessere Rede gehalten hat, als man ihm zugetraut hat. Und ja, vielleicht wird er sich ein Stück weit mehr Akzeptanz erarbeiten in den nächsten kommenden Tagen und Monaten. Aber er tritt natürlich in Fußstapfen seiner Mutter, die sehr, sehr groß sind. Ja, und Charles galt ja immer als der ewige Thronfolger. Keiner hat länger gewartet als er. Und Sie sagen es gerade schon, seine Mutter galt schon als fast unsterblich. Und auf der anderen Seite haben wir da ein sehr beliebtes Thronfolgerpaar, was jetzt in den Startlöchern steht. Wie schätzen Sie das ein? Ist Charles mehr eine Art Übergangskönig? Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt ein klassischer Übergangskönig ist, der nur darauf wartet, dass er auch wieder abgelöst wird, sondern ich glaube schon, dass Charles auch versuchen wird, seine Amtszeit und natürlich wird sie deutlich kürzer sein als die seiner Mutter, zu prägen und quasi auch eine Art von Nachlass dort zu schaffen, dass er irgendwie in Erinnerung bleibt. Er selber ist ja auch ein politischer Kopf, der sich sehr für den Klimaschutz einsetzt oder beispielsweise auch für den Städtebau. Er wird sicherlich nicht jetzt sich hinstellen und sagen, wir ändern jetzt mal und modernisieren ganz doll die Monarchie. Die hat sich ja natürlich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt. Aber dafür steht dann wahrscheinlich eher sein Sohn William, der nächste Thronfolger. Also ich glaube, dass Charles Akzente setzen wird. Er wird sicherlich ein paar Farbtupfer setzen. Er wird da jetzt nicht nur warten, dass er wieder abgelöst wird. Aber wenn man jetzt mal die Frage stellt, wann wird es sozusagen einen richtig neuen Schritt, eine Art Neuanfang geben, dann glaube ich schon auch, das wird erst erfolgen, wenn sein Sohn William dann den Thron besteigt. Ja, heute wurde erstmal Charles III. Zum neuen König des Vereinigten Königreiches ernannt. Das war Sven Lohmann. Vielen Dank für diese Eindrücke aus London.